So, guten Morgen zusammen. Hier ist der neuer Tag, neuer Shop. Erstmal, sorry, dass ich gestern nicht mehr online kam. Ich war zwar online, aber zum Streamen wirklich nicht so die Motivation gehabt. Hab einfach so ein bisschen Rette die Welt gespielt. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ich meine, ich muss ja auch nicht immer da sein. Aber dafür wird es halt gleich dann irgendwann mal wieder losgehen. Erstmal danke trotzdem für den ganzen Support, die ganzen Kommentare. Und eine Bitte habe ich nur, wenn ich nicht streame, braucht ihr mir halt wirklich keine Einladung schicken. Ihr braucht mir auch nicht in Rette die Welt hinterher joinen, weil ich sag ganz ehrlich, dann bin ich meistens irgendeinen Film am gucken, irgendeinen Stream am gucken oder halt auf YouTube so noch nebenbei am rumgucken. Weil das ist, sag ich jetzt mal ganz einfach, wenn ich nicht am Stream bin, spiele ich auch mit keinem zusammen. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze irgendwo verstehen, weil ab und zu will man natürlich auch mal einfach so für sich rumdaddeln. Macht ihr ja genauso. Ihr seid ja auch nicht 24/7, sage ich jetzt mal, im Stream drin und wollt dann einfach ganz entspannt für euch ein bisschen rumzocken. So, dann gehen wir mal direkt rein in den Shop, weil ich habe schon gesehen, es gibt schon wieder neue Skins. Also zurzeit hauen sie echt die Skins einfach so nacheinander raus. So, wir gehen auch direkt rein. Einfach die Jade-Raserin. Aha. Aber, obwohl eigentlich ist die recht nice, finde ich. Jetzt, wenn ich sie so sehe. Ja, das Problem ist, mich stört so ein bisschen der Helm. Der Helm stört mich schon. Und warte mal, wie viel soll der kosten? Ja, für 1, 2, ja. Mit Rückenaccessoire. Schwierig. Aber ich glaube da nicht. Nee, ich glaube, das wäre kein Skin, der groß gekauft wird. Also mein Geschmack wäre es nicht so ganz. Weder die eine Variante noch die andere. So, dann haben wir hier natürlich noch dabei wieder eine Pickaxe. Man kennt es. Die gibt es auch in zwei verschiedenen Stilen. Und so sieht die eigentlich recht nice aus. Aber ist halt irgendwie nicht so ganz meins. Aber da sagen wir immer wieder, Geschmäcker sind verschieden. Deshalb ist für jeden auch was dabei im Shop. So, dann gehen wir direkt mal weiter. Denn die anderen zwei Skins sind auch schon da. Nämlich der Rauchdrache. Der wiederum, also hier in dem Stil, also in dem lila Stil, sieht das schon nice aus. Aber wohl von hinten geht es eigentlich. Das sieht zwar ein bisschen aus wie eine 6, aber ich glaube, das soll irgendwas anderes heißen. Irgendwas Japanisches. Wenn wir Japaner dabei haben, gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was hat das Zeichen zu bedeuten. Weil also ich denke mal, das Zeichen ist nicht umsonst da. So, dann haben wir das Ganze nochmal in Blau. Obwohl in Blau sieht der eigentlich schon nice aus. Von hinten, ja, doch, von hinten sieht der doch recht gut aus. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Von vorne, puh, was so Zwiespalt. Zwischen ja und nein. Aber eher zu Tendenz ja. Ja, muss man sich halt einfach entscheiden, ob ja oder nein. So, dann haben wir hier natürlich noch das Rückenaccessoire. Das ist wiederum ist nice. Passt natürlich da an der Farbe zu lila. Und hier passend in blau. Ich würde echt sagen, blau gefällt mir besser. Also blauer Stil plus blaues Rückenaccessoire. Ja, doch. Ich weiß nicht, bei den Leaks habe ich ja gesagt, nee, der Skin ist nicht so meins, aber jetzt, wo ich ihn so sehe, doch, ist okay. So, dann haben wir die Klingen. Diese Klingen sind nice. Gerade hier diese goldene. Das Problem ist, ich weiß ja definitiv, dass ich mir den goldenen Skin holen will, wenn er kommt. Wir wissen ja, der wird 2000 V-Bucks kosten, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Aber diese Klingen dann noch dabei. Ich glaube, die werde ich mir noch holen. Mal gucken, der Tag ist noch lang, aber die Klingen sind wirklich nice, gerade in Gold. Dann wissen wir halt, der goldene Skin da wird kommen. Also bis jetzt kam gefühlt jeder Skin kam schon jetzt vor. Ich weiß jetzt nicht, ob die Skins jetzt wirklich für den neuen Battle Pass erst mal alle kommen und dann kommt Battle Pass und neues Update mit neuen Skins, aber so wie die durchziehen, würde ich sagen, jetzt kommen erstmal nur neue Skins. Also der goldene dürfte eigentlich schon gar nicht mehr lange auf sich warten lassen. So, dann haben wir natürlich von gestern die ganzen Skins nochmal drin. Hier die Glücksäxte. Dann haben wir hier die Tarnung nochmal drin.
Die Tarnung, ich muss wirklich sagen, die Tarnung gefällt mir. Im Prinzip gefällt mir jede Tarnung. Irgendwie hat jede Tarnung so ein bisschen sein eigenes. So, dann hier nochmal die Crether. Ja, ist nice, aber ist Geschmackssache. Ist halt wirklich so ein Geschmackssachen-Skin. Dann haben wir aber Flink wieder drin. Ja, ich habe mir immer noch nicht gekauft. Weil ich halt einfach von hinten gefällt er mir nicht so. Ich weiß nicht. Das ist halt wieder so ein Skin, wo ich wirklich sage, dann habe ich ihn, spiele ich ihn auch. Das ist halt echt so ein Zwielichtding. So, dann haben wir natürlich hier auch noch die Krallen, aber die sind mir ein bisschen zu breit. Also die Klingen gefallen mir nicht so. So, das war das. Dann haben wir die Volleymeisterin. Ihr wisst schon, Season 7. Da wisst ihr schon mal, wie lange das Ganze her ist. Also, ey. Ei, ei, ei. Dann haben wir noch Blutroter Speer. Der sagt mir definitiv noch was. Es war so einer der ersten Skins, die so China-mäßig waren. Aber Season 3, ihr wisst es, Ewigkeiten her. Dann haben wir gut geölt. Und ich sage jetzt schon, ja, die Musik wird als Video extra kommen. Und für die, die es halt nicht verstehen, für was diese Musik da ist. Es gibt genug YouTuber, die gehen hin und wollen genau freie Musik haben. Da aber freie Musik inzwischen ein bisschen schwierig geworden ist, selbst No Copyright Musik ist inzwischen zu 50% nur noch monetarisierbar. Weil jeder kennt die No Copyright Sounds, also NCS, selbst die verlangen inzwischen dann schon Geld dafür, dass man denen ihre Musik benutzt. Und Fortnite Musik ist wirklich komplett frei. So, aber gut geölt, ist nice, die Musik ist nice. Nice. Also das ist vollkommen in Ordnung. So, dann haben wir noch einmal Tai Chi. Natürlich passender Skin dafür. So, und Raketendreher. Und da ist nice. So, ihr wisst ja. Wenn ihr euch weit im Shop gönnt, dann bitte mit dem Creator Code YT-FamilyHack. Guckt einfach nach, ob er noch drin steht. Wenn nicht mehr, tragt ihn bitte wieder nach. Wenn nicht, ist auch okay, aber unterstützt irgendeinen beim Kauf, weil es ist einfach verschwendetes Geld. So, da würde ich sagen, war es das mit dem normalen Shop. Wir gehen rüber zu Rettet die Welt. Es gibt wieder eine V-Bucks-Aufgabe. Ich weiß nicht, ob die kostenlosen Lamas noch da sind. Gestern gab es nämlich zwei. Aber wir gehen jetzt erstmal rüber. Alle anderen, die nur für den Fortnite hier sind, erstmal danke fürs Zuschauen und haut rein. So, wir düsen rüber. Heute Nacht habe ich wann habe ich ausgemacht? Um 12. Dann waren nämlich auf einmal zwei kostenlose Lamas da. Also da muss man echt ab und zu doch nochmal reingucken. Ich weiß auch nicht, wann die sich umstellen. Normalerweise stellt der Shop sich um 1 Uhr um. Aber komischerweise waren dann doch zwei kostenlose. Ich habe es auch nur durch Zufall gesehen. So, gerade mal gucken. Ja, darfst weiterladen. Dankeschön. So, was bekommen wir? Hallo. Ah, zwei Lamis. Schmeckt. So, gehen wir gerade mal rüber direkt in den Chat. So, dann haben wir hier einmal das normale Upgrade-Lama. Ja, zwei legendäre drin. Und das Trollschatz-Lama. Ja, kann die Skizze drin sein, muss aber natürlich nicht. Aber sonst hat sich hier eigentlich nicht viel verändert. Die Drachenfaust, ja, ich glaube, die werde ich mir nicht holen. Den Wanddynamo habe ich schon, sonst hat sich hier nichts getan. Wukong habe ich mir schon gekauft. Ihr seht ja die Helden, ich kaufe sie mir jetzt immer raus. Nicht, dass ich die irgendwie doch noch für ein Set brauche und dann fehlen sie mir nämlich. Da habe ich nämlich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Hier seht ihr ja alles rausgekauft, Materialien mussten sein. Ihr seht schon, ich bin jetzt Level 98. Also es geht ganz schleppend voran. Warte mal, gerade mal gucken. Waffenlager, blablabla, Ressourcen. Ja, ein bisschen was an Regentropfen, aber ihr wisst selber, es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich brauche mir nicht lang rumreden. Das ist nicht viel. So, dann die Lamas, 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 Lamas. Schleuderaffe, Gruß geht raus. Gehen wir erstmal die zwei Upgrade-Lavas holen. Ja, da ist natürlich wieder gar nichts drin. Aber die Tickets sind natürlich auch gut zu gebrauchen, von daher passt das schon. So, dann gibt es ja in den.
ich dachte schon Wellness. Und Überlebende? Nein. Ah, alles uninteressant. Dann hier in den Lamas gibt es, in den Mondlamas gibt es ja jetzt die japanischen Waffen drin. Ich glaube, die ein oder andere habe ich schon, aber können wir gleich mal ganz kurz gucken. Und. Ich finde, da ist zurzeit ziemlich viel EP drin. Das war jetzt die besondere. Aha. Hm. Noch ein Helden. Schmeckt. Schmeckt. So, weil wir gucken gerade auf die Skizzen. Wo sind sie? Die habe ich nämlich, glaube ich, noch dazu bekommen. Und. Ne, das war die einzigste japanische, aber die habe ich definitiv. Deshalb, ich habe sie mal drin gelassen jetzt bei den Skizzen, aber da müssen wir einfach mal später gucken. Weil ich hole mir halt wirklich, will halt wirklich alle Skizzen haben. Nicht, dass dann irgendwie ein großes Update kommt und dann, es geht nicht mehr da. So, dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Shop-Video. Euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Denkt dran, guckt zwischendurch nach. Es könnte sein, dass ich so eine Stunde rum online bin. Wir müssen natürlich noch die Musik aufnehmen und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.